Hanni und Nanni, der Club der Toten Dichter und Burg Schreckenstein. Wenn man Büchern und Filmen Glauben schenken möchte, geht es in Internaten sehr abenteuerlich zu. Ob das stimmt? Schauen wir uns das staatliche Internat in Pfarrkirchen mal etwas genauer an. Wie gefällt es den Schülern im Internat? Ja, also es ist hier sehr toll. Ich bin schon hier seit einem Jahr, also seit der 7. Klasse. Und ich finde es hier halt sehr toll, da ich halt mit meinen Freunden sehr viel Zeit verbringen kann. Und natürlich auch, weil die Schule gleich nebenan ist. Aber dort sind wir nicht manchmal ein bisschen zu spät. Aber ich finde es halt hier sehr toll, weil man kann mit den Lehrern auch reden, wenn man Probleme hat zum Beispiel, auch in der Schule oder in der Familie. Und die Privatsphäre wird halt dann auch irgendwo, also von zu Hause kenne ich das halt besser, also behandelt hier. Und naja, man hat halt viel freie Zeiten auch und die bieten halt Fußball zum Beispiel oder Basketball, Spiele an, halt so am Abend. Oder man hat auch den Gemeinschaftsraum, wo man sich dann halt zusammen treffen kann. Mhm. Und deswegen gefällt es mir hier allgemein sehr gut. Und genau, ich wollte auch mein Abitur dann auch hier halt abschließen. Mir gefällt das Internat, das war halt so ein neues Abenteuer, ein neues Leben zu kommen. Und ich mag die Leute hier, ich mag das besonders auch, wenn man nicht zu Hause ist und dann im Internat ist es schon hier. Wie schaut es bei dir aus? Ja, mir gefällt das Internat auch gut. Also ich habe schon manchmal Heimweh und würde gerne zu meiner Familie, aber die meiste Zeit ja, es ist schon cool hier und es ist eine neue Erfahrung. Ich bin jetzt auch schon ein bisschen länger da und ja. Die Lehrerin Corinna Reich ist ehemalige Schülerin des Gymnasiums Pfarrkirchen und war auch im Internat. Sie blickt sehr positiv auf ihre Schulzeit zurück. Auf jeden Fall toll. Also ich war ja 4 Jahre da und mich hat ja keiner gezwungen dazu. Also ich hätte ja nach dieser Einführungsklasse auch wieder nach Hause gehen können und ein anderes Gymnasium besuchen können, aber ich wollte einfach da bleiben. Also es war einfach eine tolle Zeit, ja. Also ich wollte unbedingt hier wieder an die Schule zurück und der Versetzungsantrag hat auch geklappt. Und ich gehe jetzt auch nochmal weg. Also das ist jetzt die Endstation für mich hier. Schulleiter Andreas Rohbogner war selbst Internatsschüler im Kloster Schäftlarn. Ich bin ins Internat gekommen vor 43 Jahren. Es war ein Jungeninternat, es war ein Kloster Schäftlarn. Es waren viele Jungs, ich war mit 60 Jungs im Studiersaal, wir waren 30 Schüler im Jahrgang und die Sitten waren durchaus herber und sehr viel rustikaler als heutzutage. Wenn ich die Kinder so sehe, wie sie heutzutage miteinander umgehen, auch die zwischen unterschiedlichen Jahrgangsstufen, dann stelle ich fest, dass das sehr viel gesitteter, sehr viel freundlicher, sehr viel, ja, liebenswerter ist, als es das vor 40 Jahren war. Hat Andreas Rohbogner Nutzen aus seiner Internatszeit gezogen? Ich habe gelernt zu lernen, ich habe gelernt, mich auf mich selbst zu verlassen, aber auch im Miteinander mit anderen was zu schaffen. Und es hat mich, weil ich viel Nachhilfe gegeben habe, darin bestärkt, Lehrer werden zu wollen. Ob ich jetzt ein guter Lehrer bin, das weiß ich nicht, ich hoffe es, aber ich bin gerne Lehrer geworden und tue es immer noch gerne. Auch die Schüler betrachten die Hilfestellung beim Lernen als besonders wertvoll. Also ich hätte schon gesagt, dass wenn ich nicht im Internat gewesen hätte, meine Noten würden viel schlimmer sein. Also ich habe hier immer die Chance, um einen Lehrer Überhilfe zu bieten. Also und das finde ich einfach genial, dass man irgendwie die Chance hat, mit Lehrern zu lernen. Dann das bringt viel, viel für die Noten in der Schule. Ich glaube, ohne das Internat hätte ich das Gymnasium jetzt nicht so weit zusammengebracht. Ich gehe jetzt in die 11. Ich habe mich jetzt durch 5 Jahre Latein gequält. Ohne das Internat hätte ich es wahrscheinlich nicht zusammengebracht. Gerade, dass man zu den Lehrern gehen kann, gerade in Fächern, wo man nicht so gut ist, ist einfach eine gute Möglichkeit, damit man sich einfach verbessern kann. Der Tagesablauf der Schüler ist klar strukturiert.
der Tagesablauf in einem Internat ist eigentlich ähnlich vergleichbar wie zu Hause. Also die Kinder stehen um 7 Uhr auf, wir wecken die Kinder, dann ist gemeinsames Frühstück. Um 8 gehen die Kinder dann in die Schule, ganz normal, bis 13 Uhr. Dann haben wir Mittagessen, gemeinsames im Speisesaal. Dann ist erst einmal Freizeit bis 15.15 Uhr, beziehungsweise Nachmittagsunterricht, wenn die Größeren in die Schule wieder müssen. Dann ist die Lern- und Studierzeit bis 5:45, unterbrochen von einer halbstündigen Brotzeitpause. 18 Uhr gibt es Abendessen und ab 18:30 beginnt bei uns das Freizeit- und Abendprogramm, das natürlich unterschiedlich gestaltet ist. Dabei wird in der Küche zusammengeholfen. So lernen die Schüler gleich noch etwas für den Alltag. Doch die Freizeitaktivitäten haben natürlich ihren Platz. In der Freizeit spielt man Basketball, aber verbringen meistens dann Zeit mit Freunden oder wir schauen einen Film oder wir gehen jetzt mal in die Stadt raus und gehen essen oder einfach nur einmal spazieren gehen. Ich spiele auch ganz gern Kickern, deswegen haben wir auch so jetzt 2 Kickertische unten. Und naja, sonst mache ich auch manchmal Blödsinn mit meinen Freunden, aber irgendwo gehört es, glaube ich, auch dazu. Doch wie viel Abenteuer steckt nun im Alltag der Kids? Also es ist jetzt nicht unbedingt wie in Hogwarts, also es ist jetzt nicht so, dass hier jeden Tag irgendein Vorfall ist oder irgendwas Spannendes passiert, aber es ist schon so, dass es gibt immer neue Geschichten zum Erzählen und es ist immer wieder mal was Neues, jemand hat Geburtstag. Also man erlebt schon was, definitiv, aber ich meine, es ist hier auch Schule und wir müssen lernen. Es ist natürlich auch irgendwie ein strukturierter Tag. Es ist vielleicht jetzt nicht so spannend wie in Hogwarts, aber ist schon. Ja, also es macht schon Spaß. Man hat ja durch das, dass so viele Leute da sind, kriegt man immer wieder was Neues mit. Es wird immer lustig eigentlich. Man lernt recht viel Neues. Also es ist jetzt nicht so ausgefallen wie in Hogwarts. Also wir haben jetzt keine Zauberer da, auch wenn man es teilweise denken kann. Aber es ist ganz lustig. Also ich finde es schon spannend. Also es ist, ja, es ist jetzt nicht, dass irgendwie wie im Film, dass etwas passiert, wo es richtig aufregend ist. Aber man hat so kleine Details, wie zum Beispiel mit den Mädels, man macht etwas zusammen und dann fühlt man sich so wie halt mit Freunden, wenn sie übernachten zu Hause. Und dann ist es schon ein bisschen abenteuerlich. Gerade beim Freizeitangebot sind für jeden Aktivitäten dabei. Ein sehr breites, unterschiedliches Freizeitangebot. Kommt natürlich auch immer ein bisschen darauf an, welche Lehrer am Abend eingesetzt sind und was sie anbieten. Wir haben Fußball am Abend, Heimkino jeden Donnerstag. Am Dienstag haben wir die Heimbar geöffnet. Es gibt Brettspielabende. Zu der Weihnachtszeit hin wird wieder gern gebacken, dass wir wieder Weihnachtsplätzchen haben. Es gibt aber auch Freizeitaktivitäten, die jetzt nicht so im wöchentlichen Turnus, aber doch so einige Male im Jahr vorkommen, auch saisonell bedingt, Erdbeerpflücken, Inlineskaten im Sommer, gibt autogenes Training bieten wir an, Yoga, wir haben einen Fitnessraum unten im Keller, also die Kinder können in ihrer Freizeit eigentlich ganz unterschiedliche und viele Sachen bei uns machen. Vor allem ist es aber der Kontakt mit Gleichaltrigen, der den Schülern gefällt. Doch halten diese Freundschaften auch über die Schulzeit hinaus? Ja, tatsächlich. Also vor allem mit 2 Mädels. Wir waren also eine Dreierklicke und wir haben auch noch heute eine sehr, sehr starke Freundschaft. Wir sehen uns auch des Öfteren, obwohl wir ja deutschlandweit eigentlich schon fast verstreut sind. Aber ja, wir sind noch in Kontakt, ja. Ein Stück weit bietet ein modernes Internat ein Zuhause. Möglicherweise auch das einzige Zuhause, in dem man sich ja in einer Wohngemeinschaft, einer Großfamilie aufgehoben fühlt. Das, glaube ich, ist der wesentliche Vorteil für einen Schüler, eine Schülerin im Internat. Das Internat heute ist eine große Familie, ein gemeinschaftliches Zusammenleben, da wo jetzt keiner irgendwie mit einem biederen Kostüm im Studiersaal drin sitzt und die Kinder um Ruhe, Ordnung, Zucht und Ordnung bittet, sondern man versucht wirklich auf sehr freundschaftlicher Ebene, auf einer respektvollen Ebene auch den Kindern gegenüber Lerninhalte zu vermitteln und tatsächlich zu leben wie in einer Großfamilie, kann man sagen.